Hey, psst. Vielleicht habt ihr schon davon gehört. Aber wir bekommen ein neues Pokémon Mystery Dungeon Spiel. Wobei nicht direkt neu, ein Remake des allerersten Teils, der damals für Game Boy Advance und Nintendo DS rauskam. Aber die Freude war trotzdem gigantisch. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist die Ankündigung jetzt einen Tag her. Jetzt habe ich natürlich Lust, mit Super Mystery Dungeon weiterzumachen. Denn ich bin noch nicht ganz mit dem Epilog fertig. Und ich wäre gerne damit fertig, bevor das Remake dann letztendlich bei uns rauskommt. Im März ist es schon soweit. Und ich freue mich. Ich habe schon gestern einen Freudenschrei rausgelassen. Also ich bin jetzt wirklich seit sehr, sehr, sehr langer Zeit wieder am Hype. Man merkt es vielleicht daran, wie sehr ich mich verspreche. Übrigens, schönes Hintergrundbild. Weiß gar nicht, ob wir das schon mal hier im Menü hatten. Was haben wir zu tun? Wir sind auf dem Wüstenkontinent angekommen. Und ich habe mich letztes Mal noch vergewissert, dass hier die Musik spielt im Dungeon, die ich erwartet habe. Und ja, es war die Musik aus Team Rot und Blau von dem Berg, wo Xatu gelebt hat. Diesen Dungeon müssen wir uns jetzt mal vorknüpfen. Ocker-Labyrinth. Ich habe natürlich jetzt nicht, seitdem ich den Dungeon betreten hatte, gespeichert. Von daher kenne ich natürlich jetzt die Musik, wie sie klingt. Dennoch wollen die Seelendünen erkundet werden. Mit 10 Ebenen. Das waren doch die Seelendünen, ne? Diesen Dungeon muss Nagi alleine meistern. Ach, das ist ja sicherlich der erste Dungeon, den ich alleine gemeistert habe. Ja, wobei, ich glaube, das ist doch der erste Dungeon, den ich alleine mache. Und ich habe gerade erstmal komplett die Items übersehen, die da rumlagen. Das tut jetzt schon so weh. Warum ist das Lunastein so stark? Ich habe dich komplett unterschätzt. Es fängt auf jeden Fall gut an. Eine Sinnelbeere habe ich. Der Rest ist nicht so der Rede wert. Ja gut, machen wir das Beste daraus, was wir hier finden können. Und plötzlich habe ich Sand in den Augen und sehe nichts. Und plötzlich bin ich schon wieder tot. Wo kommst du so plötzlich her? Pupita. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, da rächt es sich, dass ich nicht gegrindet habe zwischendurch. Kommst du zurück? Ich will dich... Das ist nicht dein Ernst, oder? Du willst doch jetzt draufgehen beim nächsten Angriff, oder? Ich muss, glaube ich, die Sinnelbeere benutzen und sowieso ein paar Kraftpunkte dazu gewinnen. Vor allem muss ich wesentlich cleverer meine Items einsetzen. Dass ich nicht einfach blind in jeden Kampf reinlaufe und mir auf die Hucke geben lasse. Nein! Sogar Glut ist so... Warum ist Glut alleine so stark? Ich bin Wasser-Pokémon. Ich müsste halbwegs resistent dagegen sein. Ach, schlafen sollst du, Fukano. Gute Nacht. Dass ich mal ganz kurz hier aufatmen kann. Nein, da ist er schon wieder. Geh weg. Geh weg, du böses Ding. Ich mag dich nicht. Nimm das. Er ist schon wieder wach. Da stand auch gerade was da unten. Ich konnte es aber nicht mehr lesen, weil das so schnell wieder weg war. Alle negativen... Okay, er hat irgendeine Fähigkeit, die seine negativen Zustände wieder aufhebt. Oh nein, der will wieder Fuchtler einsetzen. Erstarre! Als ich die Aufnahme angefangen habe, ich habe nicht damit gerechnet, dass du mir heute am meisten Probleme machst, Pupita. Bei einem Despotar, da könnte ich es verstehen. Oh. Nein, ich wollte den Siebfahrlein sammeln. Och Mann.
Heute läuft wirklich alles wie geschmiert. Ich muss bald zart. Lunastein ist schon wieder da. Nein, Lunastein. Ich muss mal ganz kurz irgendwas gegen dich unternehmen. Ja, sei mal verwirrt. Greif aber bitte nicht rein zufällig dann doch in meine Richtung an. Wäre doch nur meine liebste Izuna bei mir. Aber deswegen sind wir ja hier. Wir wollen sie ja irgendwie wieder zurückbringen. Da gibt es bestimmt einen Weg. Es wäre nicht Pokémon Mystery Dungeon, wenn es am Ende nicht doch ein Happy End gäbe. Und ich möchte unbedingt meinen liebsten Mystery Dungeon Gefährten wieder zurückbekommen. Ich mochte Finks ja schon vorher schon, generell als Pokémon, aber durch Mystery Dungeon, der Charakter des Partner-Pokémon in diesem Spiel, ich finde, der passt zu keinem Pokémon besser als zu Finks. Ach, mach den mal vom Acker. Mach Platz, hier kommt Meister Kanimani! Vom Winde verweht. Den besiege ich noch. Wie gesagt, ich habe zu lange auf Erfahrungspunkte gepfiffen, deswegen muss ich jetzt ein bisschen... Huch! Das Ding war so stark. Okay. Nicht, dass es mir was ausmachen würde. Ganz im Gegenteil. Und allein durch die Musik habe ich wieder pure Nostalgie-Flashbacks. Gedulde dich mal ein bisschen, Hundemann. Ich muss mal ganz kurz hier mich neu sammeln. Taktisch überlegen. Ich habe meine Aquaknarre schon fast aufgebraucht. Wenn ich immer daneben schieße, ist das auch kein Wunder. Eiszahn. Okay. Es war nicht effektiv, aber effektiv genug. Gerade jetzt geht mir die Aquaknarre aus. Da will Fukano mal Hallo sagen und ich habe nicht mal Wasser. Juhu, Level Up! Und natürlich hier noch alle Aufbesserung nacheinander. Das wird schön, wenn dann das Mystery Dungeon 1 Remake rauskommt und alle Werteverbesserungen direkt angezeigt werden und nicht nach und nach. Manchmal sind es dann doch die kleinen Dinge im Leben, die alles wesentlich angenehmer machen. Ich möchte dich jetzt eigentlich nur schnell aus dem Weg räumen, Lunastein. Okay, wenn ich ihn jetzt nicht besiege. Natürlich nicht. Und es hat ihn nicht gekillt. Da stecke ich wohl jetzt doch ein bisschen in der Klemme. Habe ich einen Orb, den ich dafür benutzen kann. Verlangsamt das Tempo aller Gegner. Starorb, Schlaforb. Ihr sollt mal alle ein kleines Nickerchen machen. Moment. Ich kann den nicht einsetzen? Ich leide unter irgendeiner Statusveränderung, dass ich das nicht machen kann, ne? Ich habe es nicht mal mitgekriegt, weil der Text so schnell wieder weg war. Ich kann wirklich keine Orbs einsetzen. Okay, ich gehe dann mal. Leute, ignoriert mich. Da kommt auch noch ein Fukano angelatscht. Ich kann dich aber zumindest zum Stoppen bringen, Hundemann. Nein, ich kann,
Ich kann generell keinen Items einsetzen. Warum? Was habe ich euch getan? Nagi kann wieder Items einsetzen. Ja, das ist schön. Das ist jetzt nur ein bisschen spät. Erstmal Hundemon zum Erstarren bringen. Fukano wird wahrscheinlich ein bisschen schwächer sein. Oder auch nicht. Böser Hund. Du bist ein ganz böser Hund. Jetzt hör mal auf mit der Schütte. Ich will mein Fixchen retten. Also lass mich. Habt ihr alle davon, wenn ihr euch mit Kanimani anlegt? Nur Tod und Verderben kann auf euch warten. Zehn Etagen haben wir vor uns. Was freue ich mich da? Einen Orb habe ich noch, der mir die Treppe anzeigt. Bruderstein, du bist mir ein bisschen zu schnell. Du kannst gerne ein bisschen da verweilen. Ich gucke in der Zeit, was da unten für ein Item ist. Zweige sind immer gut. Lauf, Kanimani, lauf! Irgendwo hier wirst du schon Xatu finden. Und mit irgendwo meine ich auf Ebene 10. Dauert also noch ein bisschen. Diese Etage war aber recht klein. Ziemlich überschaulich, verglichen mit dem, was wir in letzter Zeit so hatten. Enkelschmied, Spezialangriff steigt. Ja, er ist ja noch ein bisschen von uns entfernt. Pinguin! Oh! Fukano ist gerade noch nicht so besonders interessiert an uns. Was macht Luxorn? Zeigt als Ringelstück dem Träger die Position aller Gegner auf der Ebene. Oh! Ich habe gar nicht drauf geachtet. Stimmt! Ha! Es überrascht mich gar nicht, dass du auch aus der Ferne angreifen kannst! Und noch ein Pokémon. Ich darf kein Risiko eingehen. Ich habe nur noch... Wie viele Belebersamen habe ich? Zwei. Ne, drei. Drei Stück. Plötzlich... Lohnt es sich, dass ich so viele Stöcke aufgesammelt habe? Kanimani, heute wieder in Hard am Limit. Deswegen hat die Aquaknarre auch gerade so gut funktioniert. Wenn ich kurz davor bin zu sterben, dann kämpfe ich am besten. Die Ebene wirkt an sich aber auch wieder recht überschaulich. Geld dürfte eigentlich nicht so mein größtes Problem sein. Ich meine mich zu erinnern, dass ich verhältnismäßig genug Geld gehabt habe. Zu Hause habe ich noch einige Goldbarren, die ich bei Ichnatoll eintauschen kann. An Poke soll es mir nicht mangeln. Ach. Oh, stimmt ja, er hat eine Fähigkeit, die ihn immer wieder aufwachen lässt. Daneben Erstarren. Erstarren ist keine traditionelle Pokémon-Status. Wobei, doch, ist es. In Mystery Dungeon zählt auch Erstarren. Doch, du hast Pech gehabt, mein lieber Pupita. Ich bin heute besonders gut, was Volltreffer angeht. Zu meiner Rechten sieht es äußerst gefährlich aus. Und da unten liegen Äpfel. Einfach mal runter damit. Die Samen in meinem Beutel, die könnte ich auch mal einfach eben mampfen. Dann muss man sich auch wegen dem plötzlich kommenden Hüngerlein keine Sorgen mehr machen. Wer klebt denn da wieder an mir dran? Wer ist das? Natürlich Lunastein. Leben auch irgendwelche anderen Pokémon noch hier?
Immer die altbekannten Gesichter. Erfahrungspunkte fallen aber recht großzügig aus, deswegen lohnt es sich definitiv, hier ein paar Pokémon zu besiegen. Uhu! Und auf einmal ist mein Kiefer noch robuster geworden. Ich werde euch alle in den Allerwertesten beißen und ihr werdet in Furcht vor mir weglaufen. Ja, sieht... Ah. Stolos. Für dich habe ich noch eine Aquaknarre aufgehoben. Ich werde auch noch träge. Könnte ich meine normale Geschwindigkeit wiederbekommen? Dankeschön. Und noch ein bisschen KP regenerieren. Bevor die Pokémon da unten alle den Raum stürmen. Ich war ja auch sehr optimistisch, als ich dachte, ach, mit drei Elixieren, da komme ich aus. Ich bin auf Ebene 4 und habe schon so oft meine ganze Aquaknarre verballert. Wow! Das war ein beeindruckender Brüller. Ja, Vulcano. Wie sagt man so schön, bellende Hunde beißen nicht. Und ab und zu darf man auch mal Glück haben. Diese Treppe nehme ich gern sofort. Wow. Neben dem Radar, der mir zeigt, wo die Gegner sind, hätte ich auch gerne noch so einen Item-Detektor, der mir zeigt, wo Items sind. Mein Beutel ist bis zum Bersten gefüllt. Vulcano, ich glaube, dieses Spiel werden wir heute nicht spielen. Halt mal ganz kurz still. Dann besiege ich dich noch eben und ich mach mich lieber aus dem Staub. Ich muss mit meinen Ressourcen einigermaßen gut umgehen. Nein, verdirb nicht meine Äpfel! Sind meine Äpfel jetzt verdorben? Nein. Alles okay. Ach, puh. Die Falle hat wohl nicht richtig geklappt in dem Moment. Der Magen steht bei 70. Da sind ganz viele Gegner. Einer kommt auf mich zu. Es ist wieder Vulcano. Wenn es nur das ist. Ein bisschen Wasser und das Problem ist gelöst. So gut wie... Wer kommt da auf mich angelaufen? Hallo? Ah! Ich tue mal so, als wäre ich ganz überrascht. Lunastein! Mit dir hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Lange nicht gesehen, mein Freund. Wie ist es dir ergangen in den 2 Minuten, wo wir uns nicht gesehen haben? Ist ja unglaublich aufregend, was in deiner Freizeit so in letzter Zeit passiert ist. Lass es dir gut gehen. Und du auch, Vulcano. Hey, hast du deine ganze Familie hier eingeladen? Willst du mich denn nicht mal den anderen vorstellen? Wir kennen uns jetzt schon so lange. Wir haben gerade in diesem Dungeon so viel durchgemacht. Und ich kenne immer noch nicht deine Freunde und Bekannten. Überraschung, meine AP sind schon wieder leer. Ich benutze zu viel Aquaknarre. Es ist aber auch eine ziemlich gute Attacke. Distanzangriffe sind nie zu verachten. Besonders, weil irgendwie auch jedes Pokémon schwach gegen Aquaknarre hier ist. So, mal kurz regenerieren. Zumindest ein bisschen und dann vor dem Vulcano weglaufen. Tschüss! Nein! Das war mal ein Orb. Und da unten ist natürlich... Okay, es scheint zu schlafen. Ich such mal das weiter.
Bleib ruhig da, Lunastein. Wir müssen uns ja nicht zu nahe kommen. Ich bin ja schon an meine liebste Izuna vergeben. Du stehst zwischen mir und meiner Geliebten. Ich muss diese Treppe erklimmen. Also stell dich mir nicht in den Weg. Außerdem kommst du mir ein bisschen zu nah. Dachte gerade schon, wo ist mein Erstarrzweig? Oh, ich vergesse es immer wieder. Ah, Pupita. Kannst du nicht einfach mal verschwinden? Ungefähr so.